Beleuchtung am Motorrad. Das ist ein kleiner Dschungel, hat aber auch seine Gründe oder Hintergründe. Und die klären wir gleich mal auf. Wir leben in einer Zweiklassengesellschaft, jedenfalls wenn es um Motorräder geht und deren Zulassung. Warum Zweiklassengesellschaft? Früher, also es soll heißen, bis Ende der 90er, wurden in Deutschland allgemeine Betriebserlaubnisse oder Typisierungen immer nach nationalem Recht erteilt, das heißt nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. Ende der 90er kam aber also eine Typprüfung nach EU-Recht hinzu. Und es sind eigentlich zwei verschiedene Gesetze, die sind fast deckungsgleich, aber nur fast. Und deswegen gibt es gerade für Ästheten ein paar Unterschiede, weil zum Beispiel Anbauorte nicht immer die gleichen sind, je nachdem, ob das nach der alten Methode, also nationale STVZO-Zulassung, oder eben nach EU-Recht erfolgte. Und das muss man eigentlich wissen, wenn man wirklich gesetzeskonform zum Beispiel Beleuchtung montieren will. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Dazu braucht ihr einen Blick in eure Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder auch eigentlich immer noch Fahrzeugschein genannt. Wir können uns das hier mal angucken. Da stehen ja immer ganz viele Zahlen drin. Viele sind gleich schlüssig, andere nicht. Und unter der Ziffer K ist im Normalfall eine Eintragung. Und darunter ist die Ziffer 6, da ist ein Datum eingetragen. Dies bedeutet, die erste Zahl, das ist die ABE-Nummer, das ist nach altem Recht gemacht. Darunter, wann ist das passiert? Und das ist der Tag, der dann immer für die zu diesem Tag gültigen Regelungen wieder heranzuziehen ist. So, wie kriege ich nun raus, ist mein Fahrzeug nach EU oder nach STVZO? Wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug habt, also wenn es, ich sag mal, ab Mitte 2005 wüsste ich nicht, dass irgendein Hersteller noch nationale Zulassung gemacht hat. Aber es gab ja so eine Übergangsphase. Und ihr könnt anhand der Länge in Feld K der Eintragung sehen, wenn da erstmal Länderkennung E, dann das Land, wo die Genehmigung passierte und dann noch mehrere Zahlen folgen, das dröseln wir in einem anderen Video nochmal auf, dann könnt ihr sehen, das ist nach EU-Recht geschehen. Und das ist eben wichtig, um unterscheiden zu können, wo darf ich es genau und was darf ich genau. Mit Beleuchtung, das gilt auf Schutzbleche und so weiter. Dann, wenn ihr ein Fahrzeugschein bzw. diese Zulassungsbescheinigung Teil 1 habt und da steht gar nichts drin, weder in Feld K noch in Feld 6, dann kann es sein, dass in Feld 17 ein E drin steht. Dann wurde eine Einzelabnahme gemacht, die, soweit ich weiß, immer nach nationalem Recht geschieht. Das heißt, wenn einer sich einen Eigenbau gebaut hat. Oder es ist auch vorgekommen, dass ein Fahrzeug so lange abgemeldet war und jetzt eine Vollabnahme brauchte. Und dann machen das manche Stellen, manche Prüfingenieure so, sagen sie, ich nehme das jetzt komplett neu ab, dann nehmen sie normalerweise die STVZO und checken das ganze Fahrzeug dann noch durch. Und dann kann es sein, weil es eine Einzelabnahme ist, dass hier, weil auch beim KBA in Flensburg nichts hinterlegt ist, für dieses eine Fahrzeug auch keine weitere Nummer und natürlich auch kein Datum da ist. Wer sein Fahrzeug schon so lange auf seinen Namen angemeldet hat, dass er tatsächlich den alten Fahrzeugschein noch hat, der hilft ihm hier nicht weiter, aber es ist davon auszugehen, dass nach STVZO geprüft ist. Da muss ein Blick in den Fahrzeugbrief rein und da steht dann meistens auch wörtlich drin, dass das KBA die Abnahme nach nationalem Recht gemacht hat. So, kein Unterscheidungsmerkmal, ob das eine oder andere ist, leider, sonst wäre es ja auch zu einfach. Wer einen Brief hat, ist nach STVZO, wer Zulassungsbescheinigung Teil 2 hat, der hat nach EU-Recht die Prüfung bekommen. Ist leider nicht, denn viele von euch wissen es, weil jeder schon mal ein Moped gekauft oder auch verkauft hat. Wenn man noch alten Brief hat, Fahrzeugschein, verkauft das Ganze, der neue Halter geht zur Zulassungsstelle und da wird der Fahrzeugschein, der alte, einkassiert. Jetzt heißer Tipp, meistens auch der Fahrzeugbrief entwertet und dann lasst euch den wieder mitgeben, weil hier stehen manchmal Dinge drin, die nicht in die neuen Papiere übernommen werden. Zum Beispiel irgendwelche
Eintragung für Änderung. Seht zu, dass ihr den immer mitbekommt. Und als Ersatz gibt es dann halt eben Zulassungsbescheinigung Teil 2. Und wie ihr seht, hier steht sowieso am wenigsten drin. Da steht in Teil 1 mehr drin. Es war, wie gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hier hat man einfach nur auch auf Harmonisierung umgestellt. EU, alle haben das gleiche Teil. Und die Bundesdruckerei, die sowas hier herstellt, die druckt auch gleich eine Nummer mit ein, die dann auch in Zulassungsbescheinigung Teil 1 immer mit vermerkt ist. Was früher die Briefnummer war, ist diese Durchnummerierung. Das ist immer von vornherein eingetragen. So, das sollte man vorher wissen. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis es jetzt losgeht, aber es ist einfach wichtig. Fangen wir mal mit einem handelsüblichen H4-Scheinwerfer an. Ja? Eins vorweg, ihr müsst euch bei Louis und bei den meisten Händlern auch keine Gedanken machen, also die seriösen auf jeden Fall, dass ihr Beleuchtungsgegenstände fürs Fahrzeug bekommt, die nicht zulässig sind. Nicht nur, dass wir das sowieso nicht anders wollen, man darf sie in Deutschland noch nicht mal feilbieten, solch nicht zugelassenen Beleuchtungssachen. Das gilt auch für andere Fahrzeugteile, aber hier ist es schon recht auffällig. Wie erkenne ich, dass sowas überhaupt ein Scheinwerfer ist und wofür ist er? Ist es nur ein Abblendscheinwerfer? Ist es ein Fernscheinwerfer? Ist es beides? Dürfen beide gleichzeitig leuchten oder nicht? Wie erkenne ich das Ganze? E-Prüfzeichen haben die meisten von euch schon gehört. Und wenn ich in die Foren gucke, da sehe ich, dass da ziemlich viel Durcheinander ist. Was aber auch überhaupt kein Wunder ist, weil ja allein schon mal zwei unterschiedliche Gesetzgebungen maßgeblich sind. Hier ist es jetzt aber einheitlich, was die ganzen Kennzahlen und Prüfzeichen angeht. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Und hier können wir erstmal das E-Prüfzeichen ausfindig machen. Kann die Kamera das sehen? Ja. Ja? Mhm. Und darüber müsste ein H, dann ein C, dann ein Schräger und ein R stehen. Das H heißt, dies ist ein Halogenscheinwerfer. Das C heißt, er ist auch für Abblendlicht geprüft und das R für Fernlicht. Das Schräger zwischen C und R, das heißt, es darf entweder nur das Abblendlicht oder nur das Fernlicht leuchten. Wenn der Schrägstrich fehlt, dann heißt es eigentlich, dass beide gleichzeitig leuchten dürfen, aber ich glaube, das ist in Deutschland nicht zulässig. Nun gibt es ja auch ganz viele große Online-Händler und auch ich hatte mal irgendeinen Sonntagnachmittag wohl Langeweile und habe in einem Fernland gestöbert, wo ich einen total günstigen und wie ich finde sehr hübschen Custom-Scheinwerfer gefunden habe, der auch noch besonders klein ist, der auch damit beworben wurde, dass er zugelassen ist, dass es ein Abblendscheinwerfer, das ist ein Fernscheinwerfer und so weiter. Habe da noch eine kurze Mail hingeschickt, weil man konnte es auf den Fotos nicht erkennen, was da wirklich drauf ist. Wurde mir versichert, kein Problem, ist zugelassen, E-Prüfzeichen mit den richtigen Kennzeichen und so weiter. Was kam an? Wirklich hübscher, ich finde. Also passt natürlich nicht zu jedem Style, aber ist jetzt auch nicht das Thema. Da sind Buchstabenkombinationen zu diesem E-Prüfzeichen. Also dieses ist auch ein E4. Die ist E, besagt eben nur, dass es nach europäischer Richtlinie gemacht ist. Das 4 ist die Länderkennung. Die 4 ist die Länderkennung. E1 ist zum Beispiel, glaube ich, Deutschland, E2 Frankreich, E3 England, nee, Italien. E4 ist Niederlande. Also dieser wurde in den Niederlanden geprüft, angeblich. Aber die Buchstabenkombination dahinter, die konnte ich nicht aufdröseln. Dann habe ich auch noch bemerkt, so ein Scheinwerfer für Rechtsverkehr, der hat immer ein auf der einen Seite abgeschrägtes Reflektorbild. Das wird, was meinst du jetzt ja, hier? Das wird deswegen gemacht, damit der Gegenverkehr möglichst nicht geblendet wird. Mhm. Ja, auf der rechten Fahrbahnseite, Fahrbahnrand ist wichtig, man muss ja sehen, kommt da gleich ein Hund rüber gelaufen oder irgendwas. Aber links nimmt man den Pegel so ein bisschen runter, Lichtpegel, um eben Gegenverkehr nicht zu blenden. Und das habe ich hier auch nicht gefunden bei dem Teil. Heißt also, am Ende kann ich mir eine Nachttischlampe vom Bauen oder so. Scheinwerfer gibt es ja noch diverses. Es gibt Nebelscheinwerfer, es gibt einzelne Fernscheinwerfer. Wir haben das Tagfahrlicht mittlerweile, es gibt LED-Einsätze. Da sage ich gleich noch was dazu.
Und es gibt auch, wie dieser von Highsider, Scheinwerfer mit Kurvenlicht drin. Das ist natürlich eine feine Sache, aber die hauen auch ordentlich ins Taschengeld. Erstmal, wo dürfen Scheinwerfer überhaupt angebaut werden? Könnte ich mir theoretisch mein Abblendlicht, wenn ich einen Sturzbügel habe, auf die linke Seite bauen, Fernlicht rechte Seite? Nein, es muss fahrzeugmittig angeordnet sein. Man darf zwar ein Abblend sich ranbauen, aber dann dürfen die Leuchtflächen nicht weiter als 250 mm weit auseinander liegen. Hat den Hintergrund, man soll ja von dem anderen Verkehrsteilnehmer auch als das erkannt werden, was man ist. Und wenn ich jetzt auf einer Seite meinen Abblendscheinwerfer habe, also ziemlich weit draußen, und im Dunkeln, und der sieht nicht besonders viel, ist vielleicht ein bisschen blendempfindlich, dann vermutet er mich doch etwas anders, an einem etwas anderen Punkt, als ich eigentlich bin. Deswegen das Zentrieren auf die Mitte. Mhm. An Bauhöhe zwischen 50 cm und 1,20 m oder 500 und 1200 mm. Baujahr vor 1988 darf nach STVZO, also der Nationalzulassung, sogar nur 1 Meter hoch angebaut werden. Das gilt für Abblendlicht. Bei Fernlicht hat man die maximale Höhe gar nicht angegeben. Macht auch Sinn, wenn ich so einen Fernscheinwerfer habe. Wenn ich den höher anbaue, kann ja der Lichtpegel auch weiter. Anders bei Nebelscheinwerfern. Nebelscheinwerfer darf nicht über der Höhe des Abblendlichts liegen. Und rein physikalisch könnt ihr euch, glaube ich, schon denken, sollte der so tief wie möglich liegen. Denn was soll denn ein Nebelscheinwerfer eigentlich machen? Wenn ihr den schön hoch anbaut, dann macht ihr nichts anderes, als dass ihr die Nebelwand anleuchtet und noch weniger seht als vorher. Deswegen ist auch bei den Autos, sieht man das ja immer, dass die unten in die Schürze eingebaut werden. Die sollen unter der Nebelbank durch. Mhm. Also die Dinger so tief anbauen wie möglich, wenn man es denn überhaupt haben will. Und beim Fernlicht gibt es jetzt keine Regelung nach oben? Nein. Das heißt, du könntest sie theoretisch... Es steht unglaublich viel drin in diesen Gesetzen, aber ich habe keine Maximierung nach oben festgestellt. Auch nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt einer eine 2 Meter Stange nimmt und da oben sich ein Fernlicht hat. Das glaube ich auch nicht. Ja. Dann gibt es auch Begrenzungen, was die Leuchtkraft insgesamt, auch bei Fernlicht angeht. Nehmt euch jetzt mal so einen Geländewagen. Sieht man ja so in USA-Filmen gerne mal, dass oben auf dem Führerhaus komplett quer rüber Scheinwerfer sind. Das ist für Offroad. Ja. Und da die Dinger haben eine Leuchtkraft teilweise, könnt ihr ein Stadion mit beleuchten. Und das ist einfach bei uns nicht zulässig. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, bis zu einer bestimmten Leuchtkraft können wir machen, aber irgendwann ist auch Schluss. Gleich mal eine Frage. Wenn man die Scheinwerfer einbaut, die müssen ja eine gewisse Stellung zur Straße haben, damit sie nicht den Gegenverkehr blenden, wenn man das jetzt selber macht. Wie kann man sowas testen oder macht man das lieber in der Werkstatt? Weißt du, dass sie nicht zu hoch eingestellt sind und den Gegenverkehr blenden? Ja, man kann so gewisse Grundregeln nehmen. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich drehe die immer so nach Handgefühl. Das darf ich gar nicht erzählen. Aber man muss einfach, ein bisschen gesunder Menschenverstand ist ab und an auch mal erlaubt. Ich sehe ja, wo das Ding hinscheint. Mhm. Und das Abblendlicht ist nun mal begrenzt. Deswegen heißt es ja auch Abblendlicht, damit die anderen Leute auch noch was sehen. Ja. Und man kann so und so viel Meter von der Wand, muss er in der und der Höhe sein. Mhm. Habe ich aber jetzt nicht im Kopf. Können wir vielleicht noch mit reinschreiben. Ja. Wenn man es ganz toll machen will, dann geht man natürlich zum Bosch-Dienst oder ähnliches. Lässt sich das da einstellen, aber eigentlich... Bei Autos ist es vielleicht noch ein bisschen tricky oder alles, was eine Verkleidung hat, dass man da nicht richtig rankommt. Einige lassen das auch lieber machen. Kommt immer drauf an. Okay. So, dann habe ich hier noch einen Kandidaten. Das ist ein LED-Scheinwerfereinsatz. Den könnt ihr also, ihr könnt euren, meistens habt ihr ja H4 in eurem Lampengehäuse. Und LED kann nun mal einfach mehr von der Leuchtkraft her. Ja. Entlastet auch noch die Batterien nebenbei, weil es ja kaum Watt braucht. Den kann man einfach austauschen, denn der ist auch wiederum komplett geprüft. Und so ein Scheinwerfer oder jede Beleuchtungsgeschichte wird in ihrer Gesamtheit geprüft. Ja, hier ist es dann eigentlich immer das Leuchtmittel, was da drin ist, der Reflektor und aber auch die Streuscheibe. Ja, das Gehäuse vom Scheinwerfer ist wurscht. Viele, 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 viele kaufen sich irgendwelche LED-Lampen im Internet, die auf einen H4-Stecker passen. Das ist verboten. Lasst das sein, weil es ist nicht in der Gesamtheit geprüft. Es soll jetzt was auf den Markt kommen oder ist für Autos, glaube ich, gibt es jetzt schon was, wo man tatsächlich so ein LED, der so gebaut ist, dass es auch keine anderen blendet oder sonst was. So ein Umbaukit von Halogen auf LED-Scheinwerfer ohne irgendwie
da 1000 Widerstände zwischen zu klemmen, weil die ja viel weniger Strom brauchen als Halogenstrahler oder was weiß ich. Ja, und vor allen Dingen, dass es eben auch richtig abstrahlt. Ja. Das muss ja alles passen. Und das war ein namhafter Hersteller. Ich glaube aus Raum, bin aber nicht ganz. Ich meine auch, ja. Gut, aber für Mopeds habe ich da noch nichts gesehen. Nee. Daher auch wer Xenonlicht, ja, machen wir mal. Ne? Lass das sein, auch wenn es sowas überall im Internet zu finden gibt. Es ist nicht erlaubt und ihr gefährdet euch und andere Verkehrsteilnehmer unter Umständen. Auch wenn Spaß macht. In einem Autoforum habe ich gelesen, dass die Jungs da sich in ihre Xenon oder ehemals Xenon Scheinwerfer LEDs mit 40 und 50 Watt reinhauen. Ja? Das ist unglaublich. Das ist so als... Dann werden wir wieder beim Stadion ausleuchten. Ja. Also da sieht der Gegenverkehr nichts mehr, wenn sie die Dinge anschmeißen. Das ist einfach unfair. Lass das bleiben. Gehen wir zum Rücklicht. Auch Rücklicht muss Prüfzeichen haben. Ja, wir haben bei den Schraubertipps auf louis.de haben wir auch eine Auflistung, wo diese ganzen Kennzeichnungsbuchstaben drin sind. Die muss, glaube ich, noch mal ergänzt werden, weil jetzt ja auch Tagfahrlicht und all solche Sachen noch dazugekommen sind. Und auch Xenon hat, wenn es denn mal was gibt, eine bestimmte Bezeichnung. Ich glaube, die Auflistung ist nicht ganz komplett, aber da steht schon vieles drin. So, dieses Rücklicht, da könnte man vermuten, ja, das ist doch hier voll verboten, nicht wahr? Hier mit dem Stop-Sign. Nö, ist erlaubt, weil es wurde so geprüft. Und es hat so noch genug und richtige Abstrahlung gehabt, als dass es ein Prüfzeichen erhalten hat. Ja, also es ist nicht so, dass wir hier was hinterher draufpappen. Rücklichter darf man zwei haben. Oder auch Rück- und Bremslichter. Die müssen aber auch wieder fahrzeugmittig angebaut sein. Ihr erinnert euch eben von den Scheinwerfern. Und lustigerweise, ich habe nicht gefunden, warum das geht oder was das genehmigt. Diese Blinker mit einer Rück- und Bremslichtfunktion drin. Mhm. Dann kannst du das Rücklicht in der Mitte weglassen. Machen viele. Ja. Da spielt sich aber was entgegen, weil nach STVZO müssen Blinker hinten mindestens 24 cm auseinander sein. Die Rücklichter müssen ja aber mittig stehen. Aber anscheinend ist das so schwer nachzuvollziehen für alle. Ich habe das jetzt noch nichts und niemanden gesehen, der das beanstandet hätte. Mhm. Ist ja aber auch okay, es ist ja trotzdem symmetrisch zum Fahrzeug. Ja. Ja, es kann sich keiner täuschen darin, wo ist das Fahrzeug wirklich? Als wenn ihr jetzt nur einen Ablenkscheinwerfer eben ganz außen anbaut. Das ist ein anderer Effekt. Und das finde ich eine tolle Sache, gerade für die ganzen Customizer. Zur Farblichkeit. Alles, was nach hinten abstrahlt, muss immer rot sein. Ne? Klar, Rücklicht, Bremslicht. Rückstrahler. Auch die sind vorgeschrieben. Auch die müssen geprüft sein. Ja? Also auch das darf nicht irgendwas von irgendwo sein. Was zur Seite abstrahlt, durfte man in Deutschland früher, glaube ich, gar nicht. Nach der alten STVZO. Aber das muss auf jeden Fall orange sein. Und auch da gibt es Bestimmungen, wo es liegen darf oder nicht darf. Selbst eine Kennzeichenleuchte, hier so eine kleine süße LED, dann seht ihr das auch hier. Wie da so ein Sermon drauf ist, ne? Mit dem E, mit dem Herstellungsland, was ist es, und diesen ganzen Prüfziffern. Auch zu Rücklichtern gibt es Anbauortsbestimmungen, nicht nur, dass sie mittig sein müssen. Sie dürfen nicht tiefer als 250 mm zum Boden und aber auch nicht höher als 1,50 m, was jetzt komischerweise höher ist als Scheinwerfer. Aber wenn es denn im Gesetz so steht, dann ist das so. Und Rückstrahler dürfen zum Beispiel nicht 1,50, die dürfen nur bis 90 cm, also 900 mm angebaut werden. Frage zum Rückstrahler. Muss der 90 Grad zur Straße haben oder ist es egal? Weil eigentlich ein Rückstrahler, der strahlt ja das Licht in die Richtung zurück, wo es kommt. Ja. Nicht wie jetzt ein Spiegel. Also man kennt das, also ich kenne es tatsächlich sehr oft, dass wenn du dir selbst einen Kennzeichenhalter anbaust und der Rückstrahler ist nicht 90 Grad zur Straße, dass dann Leute sagen, hier, das ist ja überhaupt nicht richtig so. Aber von der Polizei habe ich da jetzt auch noch nie gehört, dass da jemand geschimpft hat. Ich glaube, da sind die Leute auch nicht unbedingt piepslicher als der Papst. Ich hab's mit den 90 Grad so nicht gelesen. Und so ein paar Grad wird niemand was sagen. Nee. Wenn natürlich die Yogis, die ihr Nummernschild waagerecht stellen, ne? Und der dann hier von Flugzeugen irgendwas zurückkriegt, ja, der gesunde Menschenverstand ja. Bleibt auf dem Teppich.
Zu Bremslichtern habe ich noch einen. Wenn man sich so die alten Motorradkataloge anguckt oder alte Motorräder, die noch original sind, dann sieht man, schönes Beispiel wieder unsere Honda CB57 aus Ende der 60er. Diesmal können wir mal das richtige Bild einblenden. Sehr schön, da seht ihr hinten das Rücklicht, ist unten rot, weil das ist das tatsächliche Rücklicht. Und oben das orangefarbene, jetzt wundert ihr euch, ich habe eben gerade erzählt, was nach hinten leuchtet, muss rot sein. Ja, hat Honda zum Beispiel in orange gemacht. Warum haben die das gemacht? Weil es noch überhaupt keine Vorschriften für ein Bremslicht gab. Denn, und jetzt haltet euch fest, gerade die Ulis werden jetzt auch sagen, was? Diese Straßenverkehrszulassungsordnung, unsere nationale Bestimmung für solche Dinge. Ich kann da nur philosophieren. Die wurde so irgendwann zwischen 1937 und 1939 verfasst und verabschiedet. Also ist in Kraft getreten. Und vielleicht mag deswegen anscheinend kein Politiker oder irgendwer wieder das Ding anfassen. Denn sie wurde nicht viel geändert und wird immer erst sehr spät erweitert. Und deswegen kam es auch, obwohl seit den 60ern eigentlich Motorräder fast alle ein Bremslicht hatten, kam es in der STVZO erst 1988 rein. Erst seitdem ist eigentlich ein Bremslicht Pflicht. Wer ein Moped von 87 hat, braucht eigentlich kein Bremslicht, was natürlich völlig irre ist. Ja. Aber so ist es halt. Das ist wirklich recht spät, muss man sagen. Ja. Dann kommen wir zu den Blinkern. Blinker seit 1962 immerhin schon. Pflicht. Mhm. Vier Stück. Einzige Ausnahme, Ochsenaugen. Ja, diese Lenkerendenblinker. Können wir bitte kurz ein Foto haben? Danke. Die strahlen ja nach vorn und nach hinten ab. Und wer ein Motorrad, was vor dem 01.01.1987 gebaut ist, hat, der darf mit diesen Ochsenaugenblinkern am Lenker allein fahren und braucht keine hinteren Blinker. Kann ich euch aber nur den Tipp geben, macht es nicht, auch wenn ihr es dürft, denn so ein Ochsenauge ist so schnell mit der Hand verdeckt, wenn man nicht genau den Griff greift oder wenn man eine dicke Jacke anhat oder whatever. Baut euch trotzdem, sie sind so winzig geworden, das macht echt optisch nichts mehr aus. Denn so viele Leute können schon nicht mehr erzählen, was ihnen passiert ist, als sie zum Beispiel links abbiegen wollten. Aber der Hintermann hat es nicht gesehen, er merkt nur, der wird langsam, den überhole ich jetzt. Ja, und ganz, ganz häufige Unfallursache. Also hintere Blinker, macht das auch, wenn ihr es nicht müsst. Danke. Dann gibt es Blinker, die asymmetrisch gebaut sind. Das heißt, wenn ihr auf der einen anbaut, der auf der linken Seite vorn passt und ihr würdet ihn, auch hier haben wir mal ein Bild, danke. So, wenn ihr den dann auf der anderen Seite anbauen wollt, ja, das passt nicht, weil die Form ist halt nicht symmetrisch. Also die passen dann immer vorne links und hinten rechts oder vorne rechts und hinten links. Da müsst ihr manchmal aufpassen, wenn ihr so eine wilde Form seht, wenn da bei der Bestellung oder so, oder ihr SB-Abteilung irgendwo das nehmt, oh, nehme ich gleich mal vier Stück mit. Ja, sieht komisch aus, müsst ihr nochmal hin. Das noch als Tipp. Ich hatte bei mir mal Blinker angebaut, die hatten so ein kleines Loch, damit das Wasser rausläuft. Ja. Auf der Unterseite, und die hatte ich halt falsch umgebaut, ist der eine immer vollgelaufen, das war halt ein bisschen bescheuert. Ja, die gibt es glaube ich auch teilweise immer noch. Mhm. Auch noch, die waren normal rund, also da konnte man erst auf den ersten Blick nicht sehen, auf welche Seite die gehören, aber als er dann vollgelaufen ist. Ja, man kann es da noch am Prüfzeichen erkennen sogar. Mhm. Wenn die, natürlich werden die auch lichttechnisch geprüft. Ja. Wenn die asymmetrisch sind, dann sind sie so rum natürlich, strahlen sie anders ab als andersrum. So, und dann hat man normalerweise eine Kennzeichnung mit vordere Blinker sind immer entweder, haben sie eine Kennzeichnung 1 oder 11 und die hinteren immer eine 2 oder 12. Mhm. Wenn jetzt aber so ein Blinker richtungsgebunden ist, dann hat er noch ein A dahinter. Das ist 1A oder 2A oder 2B eben. Okay. So, daran kann man das dann auch noch unterscheiden. Hätte ich mal drauf achten sollen. Ja, du Dussel. Blinkerabstände. Nach STVZO müssen die vorderen Blinker mindestens 34 cm, also 340 mm auseinander sein. Nach EU nur 240 oder 24 cm. Hinten ist das gleiche. Hinten sagt die STVZO 240 mm Mindestabstand der Blinker. Die EU-Verordnung aber nur 180 mm. Das sollte man wissen. So, noch was zu Tagfahrlicht. Ja, im ersten Moment denkt man sich, ja, Tagfahrlicht, ich habe doch sowieso immer Licht an. Ne? Ist völlig albern. Ja, aber denkt dran, Kinders, euer Abblendlicht, mit dem ihr ja normal auch bei Tage fahrt, das ist dafür da eigentlich, ja, dass ihr nachts ihr selbst gut sehen könnt.
Ja, es ist aber eigentlich nicht der Hintergedanke, von anderen gut gesehen zu werden. Und das ist beim Taglicht eben anders. Das hat eine bessere Signalwirkung. Also wer Platz hat, wo es nicht stört am Moped, wäre eine Überlegung wert, aber dran denken, nicht einfach anschließen und dann anmachen mit Motorstart und das Abblendlicht geht auch noch. Das geht nicht. Wenn Tagfahrlicht an ist, muss das Abblendlicht aus sein und umgekehrt. Aber da gibt es Vorrichtung für. Ja. So, rein rechtlich gibt es also, wie ihr seht, zwischen StVZU und EU-Zulassung doch hier und da unangenehme Unterschiede für die alte Variante. Aber was ich so erlebe, wird das gar nicht unbedingt so knorzig ausgelegt. Aber man sollte immer darauf vorbereitet sein, dass man irgendwann mal auf irgendjemanden trifft. Auf einen TÜV-Prüfer oder von der Hauptuntersuchung, der Prüfer, muss ja nicht unbedingt der TÜV sein. Oder aber auch, wenn man angehalten wird und zwei Kosti-Uniformierte stellen einem Fragen. Denkt dran, immer schön freundlich sein. Oftmals geht es dann ja auch gut. Aber man kann immer an einen geraten, der dann Zollstock rausholt und sagt, Edgy Badge. Ab zum TÜV und vorführen. Aber ich glaube, das ist selten geworden. So, wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst es, schreibt sie rein, gebt Rauchzeichen. Wir sehen uns wieder. Ciao.